Wir fangen mal mit was Positivem an. Grafik für PS4-Verhältnisse, unfassbar stark. Unfassbar stark. Brauchen wir gar nicht drüber reden. 10 von 10 müssen wir nicht reden. Gar nicht. Null. Nada, niente. Sound, Ton, Vertonung, Musik, 10 von 10. Müssen wir auch nicht drüber reden. Spitze. Gut, auf den Punkt gebracht. Gameplay, 5 von 10. Absoluter Scheiß. Die größte Kacke, die es gibt. Da war nichts Neues dabei. Was nicht schlimm ist, man muss das Rad nicht neu erfinden. Aber grundsätzlich, das war super clunky, mit den Gegnern zu kämpfen. Die Kämpfe waren völlig überzogen. Viel zu lang, viel zu viel. Viel zu viel. Auch auf leicht. Die waren irgendwann super nervtötend, aufgrund der Sache, dass das Game ultra in die Länge gezogen wurde. Katastrophal, finde ich persönlich. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Also, nach den, keine Ahnung, nach 4 Stunden war man fertig damit. Und jetzt kommen wir mal zur Story. Die Story ist in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Warum? Erster Punkt. Es gibt null, aber auch gar keine Charakterentwicklung. Gar nicht. Oh, warte. Zum Gameplay. Gameplay wurde künstlich in die Länge gezogen durch künstliche Bubbeln in der Open World, in der man sich mehr bewegen kann. Also, das habe ich auch vorher schon gesagt. Man merkt, dass Uncharted-Entwickler an The Last of Us 2 mitgearbeitet haben und sie sich dort ein bisschen was mit reingenommen haben. Finde ich persönlich, passt gar nicht zu dem Game. Denn entweder warst du mit Ellie alleine unterwegs und hast mit deinem Kopf geredet, ich zum Glück mit meinem Chat, aber ansonsten starrst du auf dem Bildschirm und rennst mit einem Mädel durch die Gegend und sammelst Sachen ein. Absolut fehl am Platz. Und diese Etappen waren manchmal 20, 30 Minuten. Ganz furchtbar. Schlimm. Des Weiteren, die Dialoge, die du zum Beispiel mit Dina geführt hast, und da kommen wir auch zur Charakterentwicklung, die wir mit Dina zum Beispiel in Seattle Tag 1 geführt haben, waren völlig banal und irrelevant. Und haben überhaupt nichts dazu beigetragen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Charakterentwicklung. Die Charakterentwicklung in diesem Game war ein absolutes Minus 20 von 10. Joel ist gestorben. Direkt am Anfang. Was nicht schlimm ist. Weswegen ich das Spiel zum Beispiel nicht scheiße finde. Gar nicht. Joel wäre so oder so auf lange Zeit gegangen. Joel war alt, er ist 50, hat seine Lebtage hinter sich, hat super viele Leute getötet, um Ellie da rauszuholen. Es war nur eine Frage der Zeit. Aber hier kommt das Wie ins Spiel. Du kommst nur also in dieses Game. Du bist in diesem Game 2 Stunden drin und du wirst zugebombt mit sozialkritischen Themen. Und das sage ich, habe ich schon mal gesagt. Du wirst zugebombt mit sozialkritischen Themen. Du musst dich damit auseinandersetzen, dass Ellie jetzt in der Zeit lesbisch geworden ist. Du musst dich damit auseinandersetzen, dass Leute dort schwanger geworden sind. Du musst dich mit Faschismus auseinandersetzen. Rassismus musst du dich auseinandersetzen. Und dann bist du noch in der Apokalypse. Du hast Probleme mit Joel. Und du hast überhaupt gar keine Ahnung, wo überhaupt diese Probleme herkommen. Du weißt nichts. Du läufst einfach nur durch die Gegend. Und dann spielst du irgendwann... oder sie ist lesbisch vorher, Entschuldigung. Also im ersten Teil war es für mich so an der Stelle noch nicht so offensichtlich. Verzeihung. Oder ich habe es nicht mitgeschnitten. Sag ich mal, dann ist es ein falscher Ausdruck. Du läufst also durch die Gegend, du lernst Charakter irgendwie, du hast auf einmal Charakter da. Mehr ist das nicht. Du hast Charakter da. So, dann spielst du Abby und dann tötest du Joel. Und du hast keine Ahnung, warum. Null. Nada. Gar nicht. Niente. Okay. Das ist so 3 Stunden. Und ab da an geht das allergrößte Desaster los, was es gibt in diesem Game. Du bist nun also mit Ellie unterwegs. Tommy ist rachsüchtig geworden, dreht komplett an den Knöpfe und verpisst sich. So. Ellie hinterher. Dina mit. Dina ist schwanger. Irgendwann
findest du auch noch raus, dass Jesse mitgelaufen ist. Nonetheless, du läufst nun also, und das ist keine Lüge, 16 Stunden mit Ellie durch die Gegend. 16. Du kriegst eine schöne Cutscene mit Joel und vielleicht auch noch eine zweite mit Joel, aber das war's. Das war's. Du hast nun hier also dieses x-beliebige whatever schnulli Gameplay, was du bei Uplay im Sonderangebot kriegst, wenn du Far Cry spielst oder Ubisoft. Du tötest quasi den schlechtesten. Du tötest den schlechtesten bis hoch. Den einfachsten bis hoch zum stärksten. Und das war's. Das ist die Story. Die wird nichts erzählt. Die wird nichts über Charaktere berichtet. Gar nichts. Du lernst niemanden kennen. Gar nicht. Du läufst einfach rachsüchtig blöd durch die Gegend. So. Das möchten sie uns transportieren. Sie möchten uns vielleicht transportieren, dass Rache irgendwann zu nichts führt. Wie wir ja jetzt gelernt haben, was wir vorher auch schon wissen. Ne? Die wird aber nichts transportiert. Nichts. Dir wird nichts gesagt. Gar nichts. Du sitzt da also und spielst das. 16 Stunden. Twitch Prime is not a crime. Ich stelle euch mal eine Szene nach. Ellie geht in ein Krankenhaus und tötet dort Noah. Noah fällt in einen Keller, wurde gebissen. Sie möchte wissen, wo Abby ist. Sie schlägt mit einem Rohr auf sie ein. Wo ist Abby? Schlägt mit dem Rohr auf sie ein. Wo ist Abby? Schlägt mit dem Rohr auf sie ein. Dort gibt es keine Charakterentwicklung. Nada. Wir haben keine Bindung zu Noah, geschweige denn zu Ellie. Bis zu diesem Punkt. Und Noah war die letzte, die wir im Krankenhaus bekämpft haben. Da ist keine Charakterentwicklung. Du hast null Bindung zu irgendeinem Charakter. Du kannst nicht mal irgendwas empfinden. Außer Langeweile. Du kannst nichts empfinden außer Langeweile. So. Zwischendurch kommt dann Jesse noch ins Spiel. Jesse ist jetzt der Vater von dem Kind, was Dina bekommt. So. Du kommst dann zurück zu dem Punkt. Nora, Entschuldigung. Du kommst dann also nun wieder zurück nach Hause, liegst im Bett und neben dir liegt Dina. Du könntest daraus eine sehr schöne Szene bauen. Um vielleicht über die Gefühle von Ellie zu reden. Oder über die Gefühle von Dina. Was passiert? Ellie steht auf, zieht sich an und geht wieder los. Okay, cool. In der Zeit kommt Abby rein, schießt Tommy an, erschießt Jesse, zu dem man übrigens eine Bindung aufgebaut hat, so ein bisschen, weil dort ein paar Dialoge stattgefunden haben. Der ist einfach weg. Der ist weg. Der ist einfach verschwunden. Irrelevant. Tot. So. Jetzt hast du also die Knarre in der Fresse von Abby. Und dann fängst du an, Abby zu spielen. Und du hast 16 Stunden lang, ich habe 16 Stunden bis dahin gespielt, du hast 16 Stunden lang nichts, aber auch gar nichts zu irgendwem gelernt. Geschweige denn irgendwie eine emotionale Bindung aufgebaut. So. Und dann kommst du in das Spiel. Wieder zurück. Und dann steht unten rechts in der Ecke Seattle Tag 1. Nachdem du Seattle Tag 1, 2 und 3 super langweilig gähnend rübergebracht mit Ellie gespielt hast. So. An dem Punkt hast du, wie gesagt, sehr viel und sehr lange schon gespielt. Eigentlich hast du gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Du hast eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, weil du bist es schon leid. So. Wie gesagt, du hast keinen Charakter kennengelernt. Niemanden. Du hast keine Dialoge geführt. So wie man das kennt von The Last of Us oder von Naughty Dog, so, ne, dass man eine Bindung aufbaut. Dann spielst du Abby. Abby, absolut Weltklasse. Abby-Storystrang ist mega. Man ist in diesem Teil, wird man mehr an Abby gebunden als an Ellie. So, das spielst du dann. Das spielst du durch. Du hast mit Lev eine Konversation, du lernst über Lev was kennen. Dort wird übrigens das einzige sozialkritische Thema behandelt und das ist Transgender. In einem Dialog. Alle anderen Themen völlig oberflächlich abgerissen. Völlig, also wenn das ein politisches Statement sein soll,
oder ein Statement sein soll, dann hätte man vielleicht diese Themen auch behandeln sollen, in Dialogen und Leuten was Gutes mitgeben. Haben sie aber nicht getan. Außer bei diesem Thema. Du lernst nun also Lev kennen. Du lernst Yara kennen. Du hast eine Bindung. Abby baut eine Bindung auf. Du hilfst ihnen. Du bringst sie zurück. Du versuchst, die Mutter zu retten. Es entstehen Dialoge. Du lernst was über die Kultur. Du lernst was über die Scars. Du weißt übrigens nichts über die Wolves, geschweige denn über Firefly. Whatever. Ist ja auch alles egal. War ja auch Ellies Teil. Irrelevant. So, dann bist du fertig und du gehst zu einem Kampf und kommst wieder zurück in die Gegenwart. Nachdem du schon 50 Mal in 30.000 verschiedene Timelines gereist bist. Was eine coole Erzählweise ist. Aber überhaupt nicht zusammenpasst, weil es viel zu spät passiert. Viel, viel zu spät. Weil das gemeine Interesse des Menschen, der da wahrscheinlich vorsitzt, überhaupt gar nicht mehr vorhanden ist. Null. Nada. Niente. Außer natürlich bei Leuten, die das cool finden. Gibt's ja auch. Geschmäcker sind ja verschieden. So. Dann fängst du an, dich zu kappeln. Du prügelst dich mit den beiden Hauptprotagonisten, die du spielst. An dem Punkt war für mich Transgender ist absolut absolutes Nullthema. Bist du Transgender? Schön für dich. Nerv mich nicht. Und wir haben kein Problem. Warum das neuerdings in Spielen sein muss? Ich erzähle jetzt zu Ende. Du klopfst dich also mit den beiden Hauptprotagonisten, zu denen du mittlerweile übrigens gar keine Bindung mehr hast. Weil dir das mir zum Beispiel völlig egal ist, wer da jetzt stirbt. Am Ende hätten alle sterben können. Das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. So. Die eine ist auf dem Rachezug, die andere ist auch auf dem Rachezug. Du klopfst dich dann also, irgendwann ist Abby so schlau und hört auf Lev und hat irgendwie sich als Charakter weiterentwickelt und sagt, ey, ist okay, tritt mir nie wieder unter die Augen. Okay, cool. Dann kommst du in ein Haus. Super inszeniert für einen melancholischen Abschluss. Du wirst im Kopf wirst du schon darauf vorbereitet, dass dieses Game jetzt gleich vorbei ist. Du sitzt nun also da mit dem Kind im Arm auf dem Trecker, machst deine Witzchen, bringst Schafe rein und auf einmal kriegst du Vietnam-Flashbacks. Okay, cool. Nice. Dann sitzt sie da, klampft noch ein bisschen auf der Gitarre rum. Tommy ist wieder da. Du denkst dir so, what the fuck, was macht Tommy jetzt wieder hier? Toll, cool. Charakterentwicklung, null. Völlig irrelevant und Banane, awesome. Dass der da am Tisch sitzt. Und, schönen Montagnachmittag, alles gut bei dir? Und Ellie nochmal anfixt. Ellie sitzt dann nun zu Hause und Onkel Tommy fixt sie voll an. Was macht sie? Cool, wir gehen nochmal los. Wo du dir schon so denkst, why? Das ist nicht mal ein Happy End. Es wäre an der Stelle nicht mal ein Happy End gewesen, weil Joel ist immer noch tot. Alle anderen von Abby sind tot. Eigentlich lebt fast gar keiner mehr, weil wir die Scars ausgelöscht haben, wir haben die Wolves ausgelöscht. Alle sind tot eigentlich. Niemand ist eigentlich mehr auf der Erde, außer die Protagonisten, die noch da sind. So, an der Stelle bist du an dem Punkt, auch emotional in deinem Kopf, wo du sagst, jo, jetzt ist Schluss. Und es geht wieder weiter. Es geht wieder weiter. Man hätte übrigens nach dem Kampf zwischen den beiden schon aufhören können. Man hätte nach dem Kampf aufhören können. Dann begehst du ins Haus, da hätte man auch schon aufhören können. Und dann gehst du wieder los. Dann gehst du wieder los. Und es gab übrigens immer noch keine neue Erkenntnis. Es gab in all diesen Etappen und Enden keine neue Erkenntnis, die du nicht vorher schon hattest. Weil es gab kaum bis keine Erkenntnis in dem Game. Völlig übertrieben. Du gehst also los und spielst nochmal 2 Stunden. 2. Für den Fakt, dass du Abby befreist, die du ja abgrundtief hast, die befreist, dass sie Lev rausbringen kann, gehst du dein Boot und dann gehst du doch hin und willst dich wieder prügeln. Nachdem du sie befreit hast, was völlig Banane ist. Und der Zwiespalt in dem Charakter. Ich verstehe den Zwiespalt. Ist aber völlig Banane, weil du bist halt schon völlig ausgelaucht von den ganzen Stunden, die du davor hast und die 2 emotionalen Enden, die du vorher schon mal hattest. Und dir so nur denkst, wenn du davor stehst,
Ey, dann erschieß sie doch einfach. Erschieß sie einfach. Erschieße sie und dann ist gut. Nimm den Jungen mit und dann ist alles cool. Nee, sie befreit sie. Sie befreit sie und dann sitzen die da in dem Wasser und kämpfen miteinander. Und du denkst dir, also ich denke, mein Teil, wofür? Was soll uns, was gibt uns das für eine neue Erkenntnis? Was gibt uns das für eine Erkenntnis? Gar keine Erkenntnis. Null. Null. Gar nichts. Wir haben mittlerweile schon gelernt, in den 30 Stunden, die wir davor gespielt haben, dass Rache nicht geil ist. Haben wir. Okay, die fighten, die beißen sich die Finger ab und irgendwann kriegst du wieder so ein Vietnam-Flashback und dann siehst du einmal Joel sein Gesicht, wie er am Boden liegt, völlig zerhackt und sie sagt, geh einfach. Ohne den Satz. Ohne etwas zu sagen. Vielleicht sowas wie Abby, Joel hätte das nicht gewollt. Geh bitte einfach. Leb dein Leben. Wir sehen uns nie wieder. Sowas vielleicht. Irgendeine Erkenntnis. Irgendeinen Satz. Irgendetwas, um eine Charakterentwicklung zu sehen. Anstatt jemand, der im Wasser sitzt. So. Sie geht, sie kommt zurück. Alle sind weg. Das war's. Game zu Ende. So. Jetzt kommst du also aus Teil 1. Kommst du darüber. In Teil 1 hast du, sagen wir mal, rund 10 Stunden, wenn du langsam spielst, 12 Stunden Gameplay. 12. In der du mit Ellie unterwegs bist und mit Joel. Die ständig Dialoge haben. Die super viel Charaktertiefe haben. Die sich unterhalten. Die sich Witze erzählen. Die über Notizen reden. Die andere Leute kennenlernen. Joel aus der Vergangenheit erzählt. Ellie versucht, irgendwas von den Fireflies zu erzählen. Die wird super viel Story transportiert. Extrem viel. So, mit diesem Wissen kommst du in den zweiten Teil rein. Und dann spielst du das. Und mehr ist das nicht. Das. Am Ende des Tages wurde sowohl Ellie als auch Joel ins Gesicht gespuckt und mit Füßen getreten. Und es geht nicht darum, und das sage ich nochmal, es geht nicht darum, dass sie hätten überleben müssen oder dass wir nochmal The Last of Us 1 und The Last of Us 2 kriegen. Nein, darum geht's nicht. Man hätte sie vernünftig behandeln können als deren Hauptcharaktere. Und das ist an keiner Stelle passiert. Null. Nada. Die Hauptrolle in diesem Game hatte Abby. Und Abby hat super viel Charaktertiefe gekriegt. Unfassbar gute Story. Und das wurde dir mitgegeben. Und alles andere, was um Joel, um Tommy, um Jesse und Dina gestrickt war, war völlig irrelevant, banal und hingeschissen. Und ja, man könnte jetzt argumentieren, Ellie hat eine schwere Zeit und sie war vorher schon nicht so gut zu sprechen war jetzt rachsüchtig und hat komplett den Kopf ausgeschaltet. Aber was interessiert das denn einen Spieler, der sich die Emotionen denken kann, der 16 Stunden durch die Gegend turnt, um sich die Scheiße reinzuziehen? So, und jetzt frage ich mich an der Stelle, wie man davon nicht enttäuscht sein kann. Und das holen auch nicht die letzten 8 Stunden wieder raus. Die letzten acht Stunden holen das nicht raus. Und auch dieses Ende holt das nicht raus. Oder was auch immer dieses alles ist, das holt es nicht raus. Absolut nicht. Und ich sag's nochmal, das Spiel, wenn sie die 16 Stunden auf 2 kürzen würden und das Ende an das vorne ranpappen würde und das wäre, sag ich mal, ein 10-Stunden-Spiel, wäre das ein super Spiel. Das wäre ein super Spiel. Wenn es nicht The Last of Us 2 heißen würde. Weil das hat mit The Last of Us nichts mehr zu tun. Denn The Last of Us haben wir kennengelernt, als wir müssen ab und zu mal einen Menschen töten und uns sehr um Infizierte kümmern und um unser Überleben ringen. Jetzt haben wir gerade nur eine Vendetta gehabt und
Tausende von Leuten getötet, jetzt völlig übertrieben. Wir haben Tausende von Leuten getötet, keine, ich sag's nochmal, keine wirklich tiefe Charakterentwicklung gehabt. Und eigentlich war alles irrelevant, so, gefühlt. Wir haben nichts, wir haben nicht mal irgendwas, wir haben nichts gerettet. Gar nichts. Diese Apokalypse oder dieses ganze Konstrukt drumherum war völlig irrelevant und banal. Wir wollten eigentlich nur Leute töten. Sowohl auf der einen Seite als auf der anderen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn diese Themen behandelt wurden, diese sozialkritischen Themen, die für mich völlig banal behandelt wurden und nicht mal ansatzweise so, wie es mir ich persönlich hätte gewünscht, weil es völlig oberflächlich und hingeschissen war, holt das für mich nicht den Gamescore von 95 daraus. Absolut gar nicht. Weil die Story, also wirklich, auch wenn der zweite Teil super war, ist vielleicht gerade mal eine 5 von 10. Eine 5 von 10. So. Und das ist von Naughty Dog. Für mich persönlich eine absolute Frechheit. Und eine Enttäuschung. Das ist eine Enttäuschung. Absolute Enttäuschung. Ich meine, genau, Patient Null. Also im Krankenhaus zum Beispiel. Im Krankenhaus, als wir mit Abby nochmal drin waren, haben wir zum Beispiel Patient mehr oder weniger Null kennengelernt. Das war die einzige Sorte dieser Mutation. Darüber wurde nicht ein einziger Satz gedroppt. Gar nichts. Null. Überhaupt nichts. Darüber wurde gar nichts gesagt. Wir waren in dem Krankenhaus und Nora hat uns erzählt, dass hier alles anfing. Dort die ersten Infizierten aufgenommen wurden. Darüber wurde nichts gesagt. Wahrscheinlich stand es auf irgendeinem beschissenen Zettel oder so. Als Randinformation. Es ist alles in allem völlig lieblos. Dieses Game ist super lieblos. Und ich vermute wirklich, dass der Abby-Strang und auch so ein bisschen das Ende von den alten Naughty Dog Boys gemacht wurde und das andere von den neuen. Ist so meine Vermutung, weil man merkt dort ganz, ganz groß die Unterschiede. Richtig groß. So. Und dieses Game, also es ist kein Trash-Game, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn jemand sagt, dass das ein grundsolides Game ist, dann muss ich leider sagen, nee, ist es nicht. Und auch nicht mal ansatzweise. Und ich sag mal einen Score zwischen 50 und 70, wenn man beide Augen zudrückt und nicht alles an einem Stück spielt. Es ist künstlich in die Länge gezogen worden. An so vielen Stellen. Übertrieben viel. Übertrieben viel, sodass hier halt alles flöten gegangen ist an der Stelle. Und ich sag mal so, einen Zettel holt das halt nicht wieder raus. Und ich sag mal, wir haben den ganzen verfickten Aktenordner voller Zettel gehabt. Wir haben bestimmt 1000 Zettel eingesammelt. Das war nicht umsonst ein Meme. So. Und da frage ich mich dann halt, wie ein Score, und ich sag's nochmal, von 95 zustande kommt. Und dass das auch nicht Game of the Year oder ansatzweise irgendwas weltbewegend ist. Ich glaube, das Weltbewegende an der ganzen Sache ist, warum Leute das Weltbewegend finden, ist, dass sich ein Spieleentwickler dazu entschieden hat, sozialkritische Themen anzusprechen. Und das nicht mal gut. Weil daraus lernt keiner was. Niemand, also wirklich, an der Stelle, wenn du etwas transportieren möchtest, eine Nachricht, und Leuten eventuell mitgeben möchtest, dass es okay ist, heutzutage zum Beispiel lesbisch zu sein oder als Frau eine starke Frau zu sein, dann sollte man die vielleicht auch ein bisschen auskleiden und denen ein Gesicht geben und vielleicht unterschwellig eine Message mit reinpacken. Und das ist an keiner Stelle passiert. An keiner Stelle. Und ja, man könnte jetzt sagen, man soll seine Fantasie spielen lassen, aber dann brauche ich kein Computerspiel spielen. Dann brauche ich kein Computerspiel spielen. Und schon gar kein Storygame. Dann kann ich ein Buch lesen.
Und selbst da brauche ich nicht so viel Fantasie, weil der Schriftsteller die Fantasie hat. Nee, du brauchst keinen Energiesparmodus. Es ist, ich glaube, und das trifft der Satz trifft es ganz gut, es ist lieblos hingerotzte Scheiße. Und Fans wird ins Gesicht gespuckt und auch den Charakteren wird ins Gesicht gespuckt und das völlig respektlos behandelt. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Und auch zum Beispiel die Zeitsprünge, weil das auch einige Menschen angesprochen haben, dass sie das sehr toll finden und das in Filmen schon mal auch funktioniert hat. Ja, das ist richtig. Ein Film geht aber 2 Stunden und nicht 30 Stunden. Ein Film geht nicht 30 Stunden. Und sich 30 Stunden zu merken, in welcher Timeline du gerade bist, mag wahrscheinlich für einige Leute nicht so schwierig sein. Aber ich glaube, der Großteil war schon zwischendurch weg. Irgendwo hin. Was wäre denn eine Referenz für ein gutes Game? The Last of Us 1? The Last of Us 1? Come on, baby, give daddy some lovin'. God of War 4 war jetzt auch nicht so schlecht. Witcher 3 ist auch nicht so verkehrt. Detroit Become Human war auch ein gutes Game. Uncharted waren jetzt auch nicht so schlechte Teile dabei. Spec Ops The Line ist ein großartiges... Genau, Spec Ops The Line ist zum Beispiel ein Spiel, was sozialkritische Themen sehr, 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 sehr gut behandelt. Das kann ich jedem mal empfehlen. Spec Ops The Line. Ja, das nimmt dich auf eine emotionale Reise mit. Aber nicht das. Das nimmt dich auf keine emotionale Reise mit. So, und ich finde es schade. Ich finde es schade, dass in dem Teil, sobald du es kritisierst und sagst, dass es nicht cool ist, dass du homophob bist und du das nur nicht spielst, weil Joel gestorben ist. Und damit wird das immer abgetan. Und du bist ja nur salzig. Wo ich mir dann immer denke, habt ihr das Spiel dann überhaupt gespielt? Also wirklich intensiv? Habt ihr aufgepasst, was da so abgeht? Wait, what? Okay. Yo. The Last of Us 2. Finde ich persönlich der Flop 2020. Das hätten sie sich auch gerne sparen können und behalten können. Das Game. Also meinetwegen können sie da gerne nochmal dran arbeiten und da ein bisschen was überarbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 70 Euro sehr frech dafür.